Na gut. Dann werde ich mal für dich Drecksarbeit machen. Ich bin ja nicht so. Jetzt habe ich 2 abtrünnigen Punkte erhalten. Was soll das? Schweinerei. Ich muss aber die Waffe wechseln. Ich will die Waffe haben. Sie hat genug geredet. Oh ja. Das ist in der Tat wahr. Stirb, du komischer Programm. Oh, da ist ein Mac. Oh, da ist ein Mac. Lass mich mal. Alter, hör auf damit. Ich finde das nicht schön. Oh. Ich habe irgendwie voll daneben geschossen, kann das gerade sein? Ein bisschen blöd. So, Jedor hat erstmal mies eine Breitseite abbekommen. Ich muss auch darauf achten, wo die ganzen verkackten Kroganer in der Nähe. Weg mit dir. Ich herrsche hier. Dann wollen wir mal sehen, ob du hier wirklich herrscht. Oh verdammt. Ist sie tot? Nein, sie ist nicht tot. Oh oh. Ah, bin ich ausgewichen oder bin ich ausgewichen? Ha? Ja, das war's doch mal. So. Gehen wir einfach mal ein, genau. Ganz kurz die Waffe wechseln. Kampf steht bevor. So, geh kaputt, du Ding. Und du kannst sterben, mein Ding. Ist mir eigentlich relativ egal. Ich will nochmal schnell die Waffe auf das Ding hier wechseln. So. Fackel sie ab. Los. Geht doch. Und dann kommt jetzt noch der letzte Kroganer, den wir hier haben. So. Ach komm. Render, du bist dran. Alarm im Labor. Verdammt, was macht auch hier da hinten los? Ich hab keine Ahnung, was der da macht. Der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Entschuldige, Edi. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Notentlüftung aktiv. So, dann werde ich mir das mal angucken. Selber umgebracht. Sie haben mir Zeit gegeben, Shepard. So ist das. Damit ist er wohl weg. Vom Gebiet Oberfläche. Okay, hat sein Leben für diesen einen Kroganer gegeben? Größenwahnsinn. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Kroganer, egal wie stark, so viel bewirken kann, wie Okir wollte. Da bin ich mir fast sicher. Schlage vor, ihn zurückzulassen. Befürchten Sie, dass er Ihre Genophage überflüssig macht? Nein, aber Kroganer genetisch bedingt gefährlich, sozial ebenfalls gefährlich, haben schon ohne ihn genug Feinde. Normandy, vergessen Sie Okir, aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Nehmen wir einfach mal so einen komischen Kroganer mit, von dem wir nichts wissen. Warum auch nicht, ne? Aber zumindest haben wir einen Kroganer an Bord. Wir wollten einen Kroganer haben, da haben wir ihn. Mann. Damit haben wir ein neues Mitglied rekrutiert, das noch irgendwie eingefroren ist, aber man kann es ja bestimmt befreien. Zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Das macht es doch unterhaltsam. Ich weiß. Finden Sie das nicht interessant? Kroganer sind sehr gut im Nahkampf. Ihn in einem engen Raum aufzuwecken, ist vielleicht keine so gute Idee. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. So schaut's nämlich mal aus.
Denn immer noch bin ich derjenige, der hier die Entscheidungen trifft. Mach die Tür auf. So, ich bin wieder zurück auf der Normandy. Auf der Normandy bin ich zurück. Und ich werde jetzt mit Joker reden und mit allen anderen. Und dann mal gucken, was ich mit dem Krogana mache. Das weiß ich noch nicht. Da wird mir bestimmt irgendwas Schönes einfallen. Aber erstmal, Joker, was gibt's Neues? Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen. Aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Ihr beide. Das wär's im Moment. Ihr seid schon ein paar. Commander. Hauptsache, ihr habt euch gern. Kelly, ich komme zu dir. Mal gucken, was du so Neues zu sagen hast. Ist es wahr, dass wir im Frachtraum eine Kapsel mit einem Krogana-Baby haben? Kein Baby. Er ist ein ausgewachsener und kampfbereiter Supersoldat. Seien Sie bitte vorsichtig, falls Sie ihn gebären. Wir wissen nichts über seine Persönlichkeit. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Okay. Noch etwas, Commander? Nö. Das wäre alles. Das reicht mir. Ich bin hier, mir. Wenn Sie etwas brauchen. Ich könnte höchstens mal gucken, gibt's hier eigentlich schon ein neues? Nö, wa? Oder doch? Doch. Dann forsche ich das mal. Ich möchte auch das erforschen. Dann gebe ich mein hart gesuchtes Dingsbums hier wieder aus. Das ist ja scheiße. So, 500, ja, nehmen wir. Ne, mehr kann ich jetzt hier nicht nehmen. Was gibt's hier? Kroganische Vitalität, das nehme ich. Und das war's, okay. Morden, hast du Zeit? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Oh. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Moment. Nein, nur ein Herz. Kroganer haben zwei. Vergessen Sie's. Noch etwas? Zurück ich an die Arbeit. Ich will dich mal nicht weiter stören. Mach mal ruhig weiter mit deinen komischen Experimenten. Mit Jacob immer reden. Commander. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Wir haben doch schon miteinander geredet, so. Ich werde das hier überspringen, weil das nervt. Warum wollt ihr denn alle nicht mit mir reden? Das finde ich blöd. Und ganz dolle gemein. Moment. Hier ist Grund. Aus. Da möchte ich jetzt hin. Ich könnte nochmal mit Jack reden. Vielleicht hat die irgendwas Neues erfahren. Ansonsten werde ich mal mit unserem neuen kroganischen Mitglied sprechen, was noch eingefroren ist. Oder also zumindest noch nicht wirklich lebt. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ja, vielleicht später. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was Sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln.
Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Okay, ich verstehe schon. Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie. Diebstahl vom Militärgerät. Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben Sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Mich überrascht, dass Sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. So. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Wenn es nur das ist. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey, Shepard. Nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Ich habe ein anderes neues Sorgenkind wahrscheinlich, um das ich mich mal zu kümmern habe. Das werde ich dann jetzt auch tun. Ah, hier ist sogar richtig. Na dann. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Na dann. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Das ist mir relativ egal. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Der sieht ein bisschen größer aus als Okir. Mensch, männlich. Bevor Sie sterben, brauche ich einen Namen.
Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihm leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde. Kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew. Einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind Ihrer würdig. Da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. So, damit ist Grunt befreit. Kann ich jetzt mit ihm reden? Shepard. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Hat O'Kir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. O'Kir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. Ist das jetzt hier oder ist das jetzt nicht hier? Ah, hier, kubanische Schrotflinte, bitteschön, Grunt, da hast du sie. Shepard? Ich wollte nur sehen, ob Sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das ist vorerst alles. Shepard. Na dann, werde ich mal wieder gehen. Grunt ist befreit und somit haben wir dann den Kroganer auch. Hier muss ich hin, genau. Ich finde ja, das an und für sich ganz nett, dass man so ein bisschen Abwechslung hat, was die Truppe angeht, aber 12 sind schon ein bisschen viel. Ich weiß nicht, was ich von Grunt halten soll. Mein Psychoreport war über O'Kir. Wir haben keine Garantie, dass Grunt mental stabil ist. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Keine Sorge, Kelly. Ich lasse nicht zu, dass er sie anfasst. Wenn hier irgendwer wen anfasst, sollten Sie daran beteiligt sein. Wie auch immer. Oh. Was gibt's? Na, wenn das so ist, Kelly? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Na dann, mal gucken, wer hat uns geschrieben? Verschlüsselte Transmission von der Unbekannte. Shepard, wie ich sehe, haben Sie O'Kirs Kroganer aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht.
Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, sie haben freie Hand. Das finde ich auch sehr nett von dir, du alter Mann, dass ich freie Hand habe. Und da ich freie Hand habe, würde ich sagen, ich beende jetzt diese Aufnahme, damit diese aktuelle Folge. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein, Leute!